Im Folgenden wollen wir uns eine Reihe Anwendungsprogramme ansehen, mit denen man so die täglichen Aufgaben, die man zu Hause oder im kleinen Büro erledigen muss, abarbeiten kann, und werden jeweils für jede Kategorie von Aufgaben so ein Programm vorstellen, das man da nutzen kann. Es gibt eine ganze Menge, eine Riesenauswahl, aber wir konzentrieren uns heute mal auf die verbreiteten. Tom, was schauen wir uns denn da an? Genau, eine Sache, die natürlich am wichtigsten ist, ist natürlich das Internet. Da gibt es zum Beispiel direkt vorinstalliert den Firefox-Browser. Der ist wahrscheinlich von Windows schon bekannt. Und ja, ist halt auch nicht viel Unterschied zu der Windows-Variante. Ja, und Browser sind ja alle so. Man Ja. hat Adressleiste, es gibt Bookmarks, es gibt halt dieses große Genau. Fenster, wo die Seiten drin angezeigt werden. Wie sieht es denn mit anderen Browsern aus? Wenn viele Leute benutzen wahrscheinlich auch eher Chrome auf Windows, das direkt gibt es nicht. Es gibt Chromium, das ist so eine Variante, wo Google nicht so dahinter steckt, sagen wir es mal so. Sieht Ja, der ist aber tatsächlich genauso aus wie auch schon Chrome. installiert. Gen nee, installiert war es nicht, den habe ich, glaube ich, noch installiert. Das muss man sich. Das ist dann zur Paketverwaltung haben wir schon mal was gesagt. Und das ist dann ganz einfach, die Befehle dafür kann man ganz einfach herausfinden, wenn man einfach nach Chromium, Linux oder so googelt. Dann wird man meistens auf so eine Seite, die nennt sich Ubuntu Users, weitergeleitet. Da ist sogar meistens alles auf Deutsch. Und da wird das immer sehr gut erklärt, was man alles so machen kann, um das zu installieren. Aber ich gehe davon aus, dass der Chromium ja in den normalen Paketquellen ist und dass man auch Genau. einfach dann halt hier mit der Ja, aber grafischen manchen. Benutzeroberfläche Genau, ja, so kann man es einfach natürlich auch danach dann ein machen. Paket suchen. Chrome, wenn ich das eingebe, dann kommt der sicherlich auch und dann Genau, ist bei den kann man meisten auch so installieren. von den Sachen, die wir jetzt vorstellen. Man sieht auch hier, dass da kennen vielleicht auch manche Windows-Nutzer, dass man immer einen Standardbrowser hat, mit dem Genau. Hyperlinks geöffnet werden kann. Kann man auch genauso einfach festlegen. Wollen wir jetzt selber Ist aber machen, fertig ist. gewechselt. Dann wird der Firefox sich wahrscheinlich beschweren beim nächsten Mal, dass er nicht mehr. Naja, das kennt man ja schon. Ja. Genau. Wie sieht es mit E-Mails aus, wenn wir schon beim Internet sind? Ja, da gibt es auch eine Software, die gibt es auch auf Windows. Die meisten werden wahrscheinlich eher Outlook verwenden, aber vielleicht gibt es auch schon einige, die den Thunderbird schon kennen von Mozilla. Also auch von dem gleichen Genau, wie Firefox. Hersteller sozusagen wie Firefox. Genau, da sehen wir jetzt hier, ist jetzt mal so ein Testkonto eingerichtet, wie das dann so aussehen würde. Hat man jetzt seine E-Mails, könnte jetzt hier eine neue verfassen oder so. Wir sehen halt auch hier, haben wir auch unseren Kalender. Da sehen wir jetzt, habt ihr jetzt gerade gesehen, wann wir genau dieses Video aufnehmen. Wen es mal interessiert hat. Zumindest um wie viel Uhr? Ja, man hat auch kurz Ah, den Tag da gesehen. steht ja, auch. Da oben Ja, steht ja auch das genau. Datum. Genau, dann wisst ihr das mal. Gibt es da auch eine größere Ansicht, wie man das unter Outlook auch kennt? Ah ja, So. natürlich. Ne? Dann hat man die Genau, dann kann man hier so ein Tagesansicht, bisschen dann rumwickeln. Man gibt es kann ja auch sicherlich auch Wochen und Monate. Wochen und Ja, das ist Monate. ja Genau, so wie man sowas, das halt sowas auch kennt man kennt. ja. Hier kann man halt dann auch so hin und her wechseln. Also ist eigentlich auch nicht so eine große Umstellungsfrage. Ja, den Thunderbird gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren und ist auch schon so Genau. ein erwachsen gewordenes Genau, also gibt es auch nicht wirklich Softwareprojekt. viele Probleme mit. Was natürlich sehr wichtig ist, so die Office Suite, die man von Windows kennt, so mit Word, PowerPoint und so. Da gibt es natürlich auch eine freie Version von. Jetzt nicht von Microsoft, aber hier heißt LibreOffice. Da sehen wir jetzt hier erstmal schon die ganzen Programme, die es so gibt. Wir nehmen jetzt einfach mal den Writer, entspricht zu dem Office Word. Wir sehen, es sieht schon anders aus. Man hat jetzt hier nicht wie bei den neuesten Office-Varianten diese ganzen Die Tabs und Ribbons, so. ja. Genau, aber Ja, die Symbole kennt man ja, ne? Also ja. das Einrücken, Fettdrucken Und es halt und alles auch meistens selbst erklären. Wenn man halt drüber hovert, dann sieht man auch, was es genau tut und hat halt auch hier seine ganzen Einstellungen. Man kann also, steht eigentlich in den meisten Sachen Microsoft Word nicht wirklich nach. Und genau diese Variante gibt es halt auch dann, wie gesagt, auch für alles andere. Zum Beispiel hier Präsentation mit Impress und so. Die eine Sache, die man halt beachten muss, wenn man jetzt in Word ein Programm, eine Datei erstellt hat, kann es sein, dass dann in der LibreOffice-Variante davon öfters mal ein kleines Problemchen, wenn man das öffnen möchte und dann bearbeiten möchte, passieren könnte. Ja, Weil es halt. gelegentlich das Format nicht mehr Genau, weil es so ist ganz ja. stimmt und dann muss man es ein bisschen Ja, nacharbeiten. Office hat ja sein eigenes Format und da kommen halt die anderen Leute nicht so einfach dran, um da was zu verändern.
Ja, genauso gibt es halt den Excel-Ersatz mit Calc oder auch darüber hinausgehend noch ein Zeichenprogramm, hat man gesehen. Jo. Und ein Formel-Editor und so weiter, das ist alles vorhanden. Genau. Was man natürlich, jetzt haben wir natürlich erstmal so ein paar Sachen, die man so arbeitend machen würde, vorgestellt. Aber ist natürlich auch so ein bisschen Spaß und Videos gucken oder Musik hören. Da gibt es zum einen für Videos, man kann ja natürlich auch für Musik verwenden, den VLC Media Player. Den gibt es natürlich auch auf Windows und den muss man meistens benutzen, wenn dann der Windows Media Player entweder gar nicht existiert mehr oder halt, wenn er irgendwelche Formate nicht unterstützt. Also der VLC Media Player ist natürlich genauso wie auf Windows, unterstützt die meisten Varianten von Videos und funktioniert halt genauso wie auf Windows. Also gefühlt ist in unserem Umfeld eigentlich der VLC mittlerweile so ziemlich der verbreitetste Videoplayer. Genau. Man kennt ja kaum noch Leute, die den Windows Media Player unter Windows oder QuickTime unter Mac OS X verwenden, weil der VLC einfach funktioniert. Genau, ja, der unterstützt halt die ganzen Videoformate, genau. Was halt die anderen wenn er nicht machen. Ein Format nicht kann, dann lädt er sich automatisch, ohne dass man es mitbekommt, eine Erweiterung runter, mit der er es dann kann. Das Paket ist klein und schlank und und gibt es halt überall. Gutes Stück Software. Genau. Musik, wie gesagt, kann man auch im VLC machen, aber da gibt es zum Beispiel hier schon vorinstalliert den Amarok. Mhm. Der sieht wahrscheinlich jetzt so ein bisschen aus wie eine ältere Version von manchen, die man auf Windows so könnte. Ist halt eine Frage, ob man das benutzen möchte oder ob man den VLC benutzt oder ob man halt weiter guckt, ob man noch eine andere Variante verwendet. Das ist halt das, was jetzt so vorinstalliert ist. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz an der Stelle ins Internet. Ja? Mhm. Wir stellen jetzt hier diese ganzen Programme vor und wir kennen die halt. Und deswegen wissen wir, wie die heißen und können die aufrufen und benutzen. Aber was kann man denn tun, wenn man ein Programm für einen bestimmten Zweck sucht, aber man hat keine Ahnung, wie die heißen unter Linux? Genau, da ist ja die vor uns schon angesprochene Webseite Ubuntu Users, kommt einem zu Hilfe. Da gibt es hier so einen Software-Teil. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel, da ist natürlich immer erklärt, wie das alles mit einer Paketverwaltung überhaupt funktioniert. Aber dann sehen wir jetzt halt hier so Gruppierungen von Sachen, die man machen könnte. Nehmen wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal Multimedia, wenn wir jetzt wegen Musik hören, gucken. Dann sehen wir jetzt hier, hat man ganz viel Auswahl, was man so bräuchte. Machen wir jetzt nochmal einen Audio-Player. Audio-Player sind wir gerade dran. Genau. Dann sehen wir jetzt halt hier so, da ist jetzt schon direkt der Amarok, den wir gerade gezeigt hatten. Aber es gibt halt zum Beispiel noch ganz viele andere. Wenn man diese halt dann natürlich anklickt, dann wird man auch auf die Seite von denen weitergeleitet, wo dann auch meistens doch erklärt wird, wie man das jetzt genau installieren könnte nochmal. Installation, es gibt Screenshots, eine Übersicht über die Features. Wie lange gibt es das Projekt schon? Ist es noch aktuell? Und so weiter und so fort. Genau. All die Informationen findet man eigentlich so ziemlich für jedes Programm, das es gibt, auch schön sortiert in den Kategorien in dem Ubuntu Users Wiki. Genau, man muss halt selber gucken, was einem am besten gefällt und wir möchten jetzt halt wirklich immer nur so eine kleine Sache vorstellen, die wahrscheinlich sehr hilfreich sein könnte. Mhm. Also wie gesagt, den Link, den werden wir dann nochmal irgendwo posten, dass ihr euch das dann selber nochmal angucken könnt. Oder man findet es halt auch ganz einfach, wenn man den Link selber eingibt oder über Google. Genau. Genau. Was viele wahrscheinlich nicht gerne vermissen würden von Windows ist Spotify. Gerade damit man sich die Software vielleicht nicht mehr selber kaufen muss, sondern einfach nur noch Spotify bezahlen muss. Und ja, man sieht, funktioniert auch auf Windows, auf Linux, genauso wie auf Windows, sieht auch genauso aus. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass man ein bisschen mehr Aufwand dahinter steckt, wenn man das sich installieren möchte. Aha, wieso? Das ist halt, eine Library, die ist jetzt halt nicht direkt in der Paketverwaltung mit vorhanden. Aber wenn man halt zum Beispiel auf die Spotify-Seite gehen würde, gibt es extra eine Erklärung, wie man das unter Linux installieren würde. Und da sind halt wirklich auch direkt Befehle dabei, die man halt ausführen kann, damit das hinzugefügt wird, damit man sich das dann auch direkt runterladen kann. Also man muss eigentlich nicht viel selber wissen. Vertrauen kann man natürlich in Spotify auch relativ, dass die da nicht irgendwas Komisches mit einem machen wollen, wenn man sich das da hinzufügt und herunterlädt. Und es ist halt wirklich, man kann es halt wirklich ziemlich einfach machen, indem man einfach die Befehle dann kopiert, ausführt und schon hat man Spotify. Also ich habe auch vorhin gesehen, auf der Ubuntu Users Wiki-Seite zu den Audio-Playern, da war auch ein Player mindestens,
Clementine, der Spotify direkt integriert. Genau. Das ist also auch eine Variante. Es gibt also auch Audioplayer, die sich direkt zu diesen Internetdiensten verbinden können, wie das genau. auch. Genau. Muss man halt wissen, was man am liebsten haben möchte. Genau. Spotify ist vielleicht ein bisschen bekannt. Hat man schon mal benutzt, man weiß, wie es aussieht, man weiß, wie es funktioniert. Mhm. Deswegen, wenn man das da natürlich verwenden will, kann man machen. Ja. Ist also auch eine Möglichkeit. Was natürlich auch man ab und zu vielleicht mal bräuchte, hängt eher davon ab, was man so macht. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Screenshot machen möchte. Mhm. Wahrscheinlich benutzt man dann auf Windows heutzutage das Snipping-Tool oder irgendeine andere Software, die man sich extra nochmal installiert hat. Da steht Linux natürlich dem auch nicht nach. Da gibt es jetzt vorinstalliert Spectacle und ist halt auch ganz normales, wie halt, wo man halt Bilder, Snapshots machen kann. Also man wählt halt aus, welchen Bereich man möchte, ne? Ob man das ganze Bild oder aktuellen Bildschirm. Man kann sogar alle Monitore machen und alles. Wenn man mehrere hat. Ja. Ist halt schon vielleicht mit den Einstellungen ein bisschen schöner als jetzt zum Beispiel Snipping Tool, aber machen eigentlich relativ das Gleiche. Kann man sogar noch ein- und ausstellen, ob man jetzt noch den Mauszeiger einbeziehen möchte oder nicht, was wahrscheinlich ziemlich praktisch ist. Ja. Kann eine Verzögerung einstellen, falls man zum Beispiel noch ein Kontextmenü aufmachen möchte oder sowas. Halt, man kann sogar, dass man einen Mausklick machen muss, damit es dann aufnimmt. Also ist schon ziemlich cool. Und das halt vorinstalliert, kann man sofort benutzen. Ist sicherlich sehr nützlich. Genau. Ja. Was, man kennt ja so WinRAR unter Windows so ein bisschen für ZIP-Archive, also die komprimierten Archive. Das braucht man natürlich auch unter Linux genauso. Mhm. Und da gibt es halt auch, ist hier sogar schon vorinstalliert, nennt sich ARC. Mhm. Ist auch ein Archivprogramm, wo man halt dann einfach das Archiv reinziehen kann, das dann packen kann oder halt, ja. Mit dem Dateimenü öffnen und dann. Genau. Und es ist nicht mal wie WinRAR, wenn man es nicht aktiviert, dass es dann immer jedes Mal erinnert, dass man es noch kaufen muss, was natürlich vielleicht ein bisschen schön ist. Aber man kann es natürlich WinRAR auch ganz einfach kaufen und die Leute da unterstützen. Ja. Wie sieht es aus mit Fotoverwaltung? Das ist auch so eine Sache, die ich im privaten Bereich relativ häufig mache, meine Digitalkamera-Fotos. Gibt es da auch was für? Genau, wenn man zum Beispiel ganz einfache Sachen mitmachen möchte, wie zum Beispiel nur skalieren oder so, gibt es eine Software, die man sich installieren kann, die nennt sich Digicam. Die ist halt relativ einfach zu benutzen. Man kann halt sich dann das Foto öffnen. Man kann halt ein bisschen mit Vollbild alles benutzen sowieso. Mhm. Man kann halt hier so eine Diashow machen und alles mit den Fotos, die man hat. Und man kann es halt auch so ein bisschen skalieren oder halt in einem anderen Dateiformat speichern. Alles, was man so vielleicht unter Windows mit Paint machen würde. Ja, und hier im linken Bereich hat man natürlich auch diese die Verwaltung, die eigentliche Fotoverwaltung, wo man halt Bilder in Alben zusammenfassen kann. Und ja, dann, wie du schon erwähnt hast, gibt es so einfache Tools im Bereich der Bildverarbeitung oder im Bereich der Fotoaufbereitung, also das Ändern von Farben, Gradienten, Belichtung und so weiter und so fort. Dafür gibt es also auch ein kostenloses, fertiges Tool. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick über so eine Reihe von verbreiteten alltäglichen Aufgaben und Programmen dafür gegeben. Es gibt, wie wir gesehen haben, endlos viel mehr. So ziemlich oder alles das, was auf dem Ubuntu-Users-Wiki gelistet ist, ist kostenlos. Genau. Oder meistens auch Open Source. Wir können dann dazu einladen, die Sachen einfach mal auszuprobieren, selbst rauszufinden, welches Tool für einen am besten passt und natürlich euch auch im Forum des Kurses darüber auszutauschen, welche Programme ihr gut findet und was ihr für euch entdeckt habt. Genau.